Ja, schönen guten Morgen an diesem Sommertag, der kein Sommer ist, aber wirklich müssen, glaube ich, dankbar sein, dass es zumindest nicht regnet. Ja, ja, die zweite Wiener Hochquellleitung feiert heuer ihr 100-jähriges Jubiläum und das haben wir zum Anlass genommen, uns zu überlegen, wie wir auf das Thema Wasser noch einmal gesondert und besonders aufmerksam machen können. Wasser ist das wichtigste Lebensmittel, das wir haben. Und viele Wienerinnen und Wiener nehmen es eigentlich als selbstverständlich an, dass das frische Hochquellwasser einfach aus ihren Wasserhähnen kommt, jeden Tag angenehm in einer kühlen Temperatur. Und unser Hintergrund war, dass wir eigentlich gesagt haben, wir wollen wieder ein bisschen auf die Besonderheit dessen aufmerksam machen, weil Wien ist eine der ganz, ganz wenigen, um nicht zu sagen, eigentlich die einzige Großstadt, die jeden Tag mit frischem Hochquellwasser all ihre Bürgerinnen und Bürger versorgen kann. Dass das so ist, dafür hat die Stadt Wien seit vielen Jahren vorgesorgt, nicht nur mit dem Bau eben vor 100 Jahren der zweiten Hochquellleitung und einige Zeit davor der ersten Hochquellleitung, sondern wir machen auch jetzt jeden Tag sehr, sehr viel im Quellschutzgebiet, damit die Qualität des Wassers auch so bleibt, wie sie sein soll. Wir haben da 220 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Einsatz. Wir haben dort ein Gebiet, das fast so groß ist wie die Stadt Wien selbst, das wir bewirtschaften, das sehr streng geschützt ist, aber wo wir auch von Seiten der Forstwirtschaft wirklich nicht auf Gewinnmaximierung schauen, sondern das dort so betreiben, dass die Maxime ist, das gute Wasser in der guten Qualität zu erhalten. Das ist unser höchstes Ziel dort und dazu gehört vor allem eben der Schutz des Bodens und der Schutz des Waldes, weil das ganz essentiell für eine gute Wasserqualität ist. Dass die Wienerinnen und Wiener das Wasser schätzen, das sehen wir auch immer aus den Umfragen. 95% haben bei der letzten großen Umfrage im Vorjahr die Note 1 und 2 gegeben für die Wasserversorgung. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Zeugnis. Und wir wollen eben jetzt mit dieser Kampagne und mit diesen 5 Installationen einfach den Menschen wieder das Thema Wasser ein bisschen näher bringen, dass man wieder drüber nachdenkt. Und ich möchte mich sehr herzlich beim Professor Skohn und den 5 Künstlern und Künstlerinnen bedanken für die tolle Zusammenarbeit. Wir haben ja schon sehr gute Erfahrungen miteinander gemacht bei der Kreation des Wiener Wasserkruges und der Gläser. Und haben uns jetzt gedacht, das ist auch ein schöner Anlass zum Thema Wasser, das einfach auf eine ganz andere Art zu thematisieren, eben mit diesen 5 Installationen, die jetzt ein bisschen auf eine Wanderschaft durch Wien gehen werden, an verschiedenen Plätzen aufgestellt und die Wiener Wasserkunst on Tour haben wir das genannt. Und es wird auch dazu ein Gewinnspiel geben, das ist so der Hintergrund. Wir wollen, dass möglichst viele Menschen sich da auf Fotojagd machen und schauen, ob sie am besten alle oder zumindest ein paar von diesen Objekten erwischen, fotografisch und dann ins Internet stellen. Da gibt es sehr viele attraktive Preise, von iPad bis zu eben dem Wiener Wasserkrug. Und es wird Anfang Juli ein großes Wasserfest geben. Alles Wasserfest ist so das Motto der ganzen Kampagne hier im Stadtpark. Deswegen haben wir auch heute hier den Ort im Stadtpark gewählt, mit einem Kinderprogramm, mit viel Pritschel, also mit viel auch aktiven Wassermöglichkeiten. Am 10. Juli von 10 bis 22 Uhr, wo wir wirklich auf schönes Wetter hoffen, weil sonst macht das Pritschen im Wasser natürlich überhaupt keinen Spaß. Es wird auch eine Freilaufausstellung geben, das ist mir ganz wichtig, wo wir dort ein bisschen eben im Stadtpark die Möglichkeit haben, den Weg des Wassers auch tatsächlich herzuzeigen. Die ganzen Stationen, die das über die zweite Hochquellleitung über 100 Kilometer macht. Und was auch immer wieder für Erstaunen sorgt, ist das Wasser auf dem Weg nach Wien, ja, keinerlei Pumpen oder sowas benötigt. Das ist als Gefälle gebaut. Wir gewinnen sogar Strom für insgesamt 20.000 Haushalte bei den zweiten Hochquellleitungen. Also das war eine sehr, sehr geniale Konstruktion, damals vor 100 Jahren. Und so einzelne Fakten wollen wir auch den Menschen noch ein bisschen näher bringen, wie gesagt, mit diesen Installationen, wo wir das Thema Wasser auf, glaube ich, sehr gute und sehr verschiedene Zugänge versuchen, im öffentlichen Raum zu thematisieren. Mit begleitet natürlich eine Informationskampagne und dann mit dem Festschwerpunkt, wo man neben sozusagen den schönen erlebbaren Seiten des Wassers dann auch noch einen ernsten Hintergrund eben den ganzen Weg des Wassers und der Hochquellleitung haben. Wir haben natürlich auch mit Kindern schon sehr viel gemacht, Umweltbildungsaktionen. Es läuft gerade im Kindermuseum die Ausstellung H2O, die sehr, sehr gut angenommen wurde, von vielen Schulen ausgebucht. Wir haben dann noch einmal ein bisschen Geld in die Hand genommen, um die Öffnungstage noch auszuweiten. Wir haben einen Schulwettbewerb gemacht, der Weg des Wiener Wassers, wo sich auch unglaublich viele Klassen beteiligt haben. Also es ist ein Thema, das beschäftigt. Und auch das Wasserleitungsmuseum in Wildalpen, das heißt an der zweiten Hochquellleitung, ist komplett neu gestaltet geworden aus Anlass dieses Jubiläums. Also wir haben überall versucht,
wo wir noch zusätzlich informieren können oder wo wir noch Menschen einbinden können, das zu machen. Und ich glaube, es ist eine schöne, runde Sache geworden. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen wärmeres Wetter, damit wir das Wasser nicht nur zum Trinken, sondern auch von anderen Seiten genießen können. Danke.